Die Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass durch moderne Kommunikations- und Produktionsverfahren immer neue Märkte entstehen, deren Unternehmen weltweit aktuell ihre Geschäfte machen. Auch die Schwellenländer gewinnen immer mehr an Bedeutung und das führt dazu, dass die Marktführer verschiedenster Branchen mittlerweile aus der ganzen Welt kommen. Dank des weltweiten Researches vom professionellen Finanzmanagement und einer sorgfältigen Auswahl machen die DK-Experten die erfolgreichsten Marktführer für sich aufmerksam. So können wir Ihnen mit dem DK Global Champion einen Investmentfonds anbieten, mit dem Sie immer nur auf die Favoriten setzen. Mit diesen Worten bewirbt die DK ihren hauseigenen Fonds, der mittlerweile auch bei vielen Sparkassen für den Vertrieb freigegeben wurde. Und dieser Fonds wurde auch einer meiner Interessentinnen angeboten und sie wollte von mir eine neutrale, ehrliche Meinung haben, ob sich dieser Fonds für ihre Geldanlage eignet. Und wir nehmen dich heute mit auf die Fondsprüfung des DK Global Champion von DK Investments und wir zeigen dir, worauf du achten musst, wenn du selber diesen Fonds hast oder derzeit ein Angebot vorliegen hast. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwiese, ich unterstütze und ich begleite Menschen bei ihrer Altersvorsorge, bei ihrer Geldanlage. Ich weiß, wie tricky und schwierig das Thema Finanzen ist. Jeder erzählt dir immer ein bisschen was anderes und die wenigsten blicken wirklich durch. Und damit ihr auch beim Champion-Fonds von DK Investments wisst, was auf euch zukommt, schauen wir uns den Fonds heute einmal etwas genauer an und wir simulieren die Laufzeit von 10 Jahren hoch. Der Fonds, der kommt ja aus dem Hause von DK Investments. Das ist die Tochtergesellschaft der Sparkassen und sie wurde im Jahr 1918 gegründet und beschäftigt derzeit ca. 5.100 Mitarbeiter. Viele kennen die Zentrale in Frankfurt als eine der markantesten Towern der Skyline und von innen kann ich euch sagen, es lohnt sich absolut. Wenn ihr mal die Möglichkeit bekommt, nutzt sie gerne, geht mal rein, schaut euch das Ganze mal von innen an. Der heute von uns analysierte Fonds wurde im Jahr 2006 aufgelegt und ist bereits mehr als 18 Jahre für Anleger käuflich zu erwerben. Die Anlagegrundsätze sagen von sich selber, der Fonds verfügt über die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben, also sogenannte Global Champions. Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, das heißt soliden Bilanzen und einem sorgfältigen, stabilen Geschäftsmodell Wert gelegt. Das Fondsmanagement sucht die Gewinner weltweit sowohl in den entwickelten Staaten als auch immer in den wichtiger werdenden Schwellenländern heraus. Bei der Länderverteilung ergibt sich derzeit folgendes Bild. Die USA sind aktuell am stärksten gewichtet mit 67,4%, es folgt China mit 8,44%, dann kommt die Schweiz mit 4,39%, Indien mit 4,02%, Brasilien 2,49%, Japan 2,21%, dann kommt erst Deutschland mit 1,88%, dann kommt UK mit 1,87%, Korea 1,57% und Taiwan mit 1,5%. Beim Blick auf die größten Positionen derzeit sehen wir, dass Alphabet, also Google, mit 7% am stärksten gewichtet ist. Es folgt Microsoft mit 6%, dann kommt Amazon mit 5,5%, Nvidia, der Grafikkartenhersteller, 4,8%, dann kommt erst Apple mit 4,4%, die Meta-Plattform, also Instagram und Facebook, mit 3,2%, dann kommt Mastercard, 2,2% und Chevron Corp. mit ca. 2%. Was hier einfach auffällt, ist, dass hauptsächlich IT-Unternehmen unter den größten Positionen vertreten sind, die eigentlich auch alle aus den USA kommen. Man sieht aber auch, dass die größten 8 Positionen bereits 35% des gesamten Fondsvolumens abdecken. Auf die anderen Positionen bleiben gerade mal 65% übrig. Das sieht für mich jetzt nicht nach einer besonders großen Streuung aus. Aktuell beinhaltet der Fonds gerade mal 130 einzelne Positionen. Als nächstes schauen wir uns mal die Branchenverteilung an und es ist wenig überraschend. Wir haben gerade schon gesehen, dass der IT-Sektor mit fast 44% mit Abstand am stärksten gewichtet ist. Es folgt der Non-Basis-Konsumgüterbereich mit knapp 15%, Healthcare mit 12,2%, der Finanzsektor 7,5%, dann kommen die Basiskonsumgüter mit 5%, der Energiesektor mit 4,8%, der Industriesektor mit 3,2%, die Rohhilfs- und Betriebsstoffe mit 2,6% und Telekommunikationsdienstleister mit 0,5%. Anleger, die dieses Produkt seit 15 Jahren in ihr Bestand halten, konnten mit diesem Fonds bisher satte 478% an Rendite erzielen. Die Vergleichsbenchmark, die die DK ausweist, halte ich jedoch persönlich für falsch, aber sie ist uns vorgegeben. Was ich hier eher finde, ist, wenn ich mir die größten Positionen anschaue, ist ein Vergleich mit dem MSCI World Index eigentlich der richtige. Und dieser hatte in der Zwischenzeit über 612% an Wertentwicklung, wobei das natürlich ein Vergleich auf unglaublich hohem Niveau miteinander ist.
Kommen wir als nächstes mal auf die Ebene der Kosten zu sprechen. Denn leider wird dann nicht ein voller Sparbetrag in den Fonds investiert, sondern die Fondsgesellschaft, die nimmt vorher noch ihre eigenen Kosten runter. Du kannst dir das Ganze ganz grob vorstellen, dass jemand deine Sparrate kürzt, und wir zeigen dir das gerne symbolisch mit einem 100-Euro-Schein, der mit einer roten Schere abgeschnitten wird, denn nichts anderes passiert ist, wenn du dieses Produkt kaufst. Und die Informationen hierzu, die findest du in meinem Produktinformationsblatt auf der Homepage des Anbieters. Los geht es mit den Einstiegskosten. Diese betragen 3,75% deiner angelegten Summe. Als Beispiel, welches wir auch gerne gleich durchrechnen werden, wenn du 100.000 Euro anlegst, beträgt der Ausgabeaufschlag, also der Kaufpreis, 3.750 Euro, die nicht in dein Depot angelegt werden. Bei den laufenden Kosten weist uns die Deka derzeit auf ihrer Homepage eine Kostenquote von 1,5% aus. Das sind aber leider noch nicht alle Kosten, denn auch die Transaktionskosten, die der Fonds ausführt, kosten in der Regel Geld und das geht dann auch von deiner Rendite runter. Und laut Produktinformationsblatt betrugen diese im letzten Jahr gerade mal 0,11%. Das Risiko, dass das Fondsmanagement einen Fehler in der Zukunft macht, muss ebenfalls noch in einer seriösen Betrachtung herangezogen werden. Und in der Finanzwissenschaft heißt diese Kennzahl Renditeverlust durch aktives Fondsmanagement. Dass ein Fondsmanager einen Fehler macht, das ist leider menschlich und das ist auch absolut okay, es kann einfach passieren, aber du als Anleger, du musst diesen Fehler leider einfach ausbaden, du musst ihn bezahlen und diesen Fehler, der könnte zum Beispiel eine falsche Aktie zum falschen Zeitpunkt gekauft worden sein und diesen Fehler bepreisen wir mit einer Kostenquote von 1% pro Jahr. Eine weitere Kostenart, die wir auch ausweisen müssen oder die hier ausgewiesen ist, ist die Performance Fee. Wir haben ja die Benchmark 25%, die über des 80%igen Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones Bricks 50 Net Return liegen der Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds, die des Indexes auch unter Berücksichtigung der auf bis zu 5 vorausgegangenen Geschäftsjahre frühestens ab dem 1.7.2013 übertrifft. Und ich habe jetzt eben bereits auf diese komische Benchmark hingewiesen, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass das eine falsche Benchmark ist. Aber die Deka hat die für sich selber so festgelegt. Zudem ich die 25% schon extrem happig finde, aber die Investment-Jungs sollen natürlich auch einen ordentlichen Ansporn haben. Und in unserer Analyse müssen wir diese Betrachtung oder diese Performance-Fee natürlich auch berücksichtigen. Und ich schlage vor, dass wir das Ganze der Transparenz wegen mit einer Vergütung von 0,5% pro Jahr einrechnen. Und dadurch haben wir dann laufende Fondskosten von zusätzlich 3,11% pro Jahr. Und da es sich bei diesem Fonds mal ein Aktienfonds mit einer 100%igen Aktienquote handelt, setzen wir das Renditepotenzial auf 9% als Ausgangsbasis und nutzen dann in unserer finanzmathematischen Analyse die Werte und rechnen es dann sauber für dich hoch, sodass wir auch auf ein schönes Endergebnis kommen. Fassen wir also nochmal die Werte zusammen. Wir haben hier eine Interessentin, die aktuell 45 Jahre alt ist und das Ziel hat, für 10 Jahre lang ihr Geld anzulegen. Aktuell hat sie einen Steuersatz von 40%. Auf Produktebene sehen wir dann den Deka Global Champion. Wir haben eine Anlagesumme von 100.000 Euro. Wir haben das Renditepotenzial von 9% pro Jahr. Das Produkt wird mit der Abgeltungssteuer versteuert, mit einer Teilfreistellung von 30%, weil es eine 100%ige Aktienquote ist. Und wir haben einen jährlichen Freibetrag von 1.000 Euro. Wir haben dann die Alpha-Kosten von 3,75%. Wir haben die Fonds-TER von 1,5%. Und wir haben sonstige renditemindernden Faktoren von 1,61%. Wenn dir das Ganze etwas zu schnell ging und du gerne wissen möchtest, was das Ganze für deinen Vertrag heißt, dann geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de und buch dir gerne mal einen kostenfreien Ersttermin. Hier kann ich dir gerne nochmal die Daten genauer erläutern und noch detailliert erklären, wie ich darauf gekommen bin. So, schauen wir uns als nächstes mal die Zahlen an, rechnen das Ganze dann auch mal sauber hoch und dann sehen wir hier den Deka Global Champion mit der Anlagesumme von 100.000 Euro. Wir haben eine Rendite in Höhe von 110.883 Euro. Wir haben aber auch Kosten, also die Blackbox-Kosten mit 43.622 Euro, sodass der Kunde einen Auszahlungsbetrag bekommt in Höhe von 155.106 Euro nach 12.154 Euro Steuern. Von den 9% bleiben dir vor Steuern bei diesem Produkt 5,28% als Rendite übrig. Kommen wir als nächstes mal zum Fazit, ob sich das Produkt für den Anleger lohnt. Und der Fonds hat in den letzten 10 Jahren eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben und sein Geld einfach auch verdreifacht. Eine wirklich tolle Leistung, liebe Deka Investments. Nichtsdestotrotz finde ich die Performance-Fee von 25% extrem happig und eigentlich auch unverschämt. Die sehr geringe Streuung gefällt mir persönlich ebenfalls nicht, ist aber auch normal für einen aktiv gemanagten Fonds.
Ich selber, ich betreibe lieber hier eine Risikostreuung, denn ob diese Wertentwicklung mit den tollen, richtigen Fonds und richtigen Produkten in Zukunft wiederholt werden kann, bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Kosten in Höhe von 43.622 Euro inklusive der Performance Fee ist natürlich ein absolutes Brett und muss auch erstmal verdient werden, aber das hat die Deka in der Vergangenheit bisher auch geschafft. Trotzdem haben wir hier extrem hohe Produktkosten enthalten. Bei einer erwarteten Rendite von 9% kommen beim Anleger nach 10 Jahren gerade mal 5,28% Vorsteuer an. Das muss man erstmal verdienen. Deswegen ganz wichtig, achte auf deine Kosten, das ist die Rendite für den Zinseszinseffekt in der Zukunft. Wir haben jetzt zwar die finanzwissenschaftlichen Zahlen der Vergangenheit benutzt, ob das Ganze in Zukunft auch so gilt, wissen wir nicht. William Sharpe hat aber auch schon gesagt, das ist ein Finanzwissenschaftler, der einen Nobelpreis im Jahr 1990 bekommen hat. Das Einzige, was wir mit einiger Zuverlässigkeit vorhersagen können, welche Fonds in der Zukunft am besten abschneiden werden, das sind in der Regel ihre laufenden Kosten. Wenn du Fragen zu diesem Vertrag hast, melde dich gerne bei uns. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.